hallo Leute, hier sind's die Tech-Profis und heute machen wir so eine Art Podcast. Der Jens ist auch da, ihr habt ihn gerade schon kurz gehört. Ich habe mal so kurz dazwischen geredet und den Tim einfach eiskalt unterbrochen, aber ich bin auch da. Ja, hi Leute. Genau. Und es gibt sowas ja schon reihenweise bei iTunes und heute haben wir halt keine Zeit, ein großes Video zu machen und trotzdem wollen wir euch mal kurz auf die Schnelle updaten. Und, genau. Naja. Und zwar geht es ja um das Event, das Apple-Event, was am 8. April stattfindet. Ja. Und an alle die, die das dann später sehen, ihr könnt uns wegklicken, hat sowieso keinen Sinn, ist schon gelaufen. Genau. Und ihr könnt höchstens jetzt quasi mit uns Bingo spielen und schauen, wie viel... Was es denn gibt, ne? Ja, genau, wie viel wir denn prophezeit haben als Apple-Gurus und naja. Ja, das große Thema ist ja das iPhone OS 4.0, was vorgestellt wird. Also ein Sneak Peek, also es wird so ein kleiner Einblick gewährt in das neue Betriebssystem des iPhones und vielleicht auch des iPads. Und ja, das Ganze findet statt in der Town Hall of Apples, on am Apples Donnerstag Campus da. Genau, um am Donnerstag. 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Naja, es geht um das iPhone OS 4.0, wie schon gesagt. Und ja, und was erwartet uns denn da bei dem iPhone 4.0, so an neuen Funktionen? Also was ja die ganze Zeit groß im Gespräch war, war das Multitasking, was ja wirklich auch schon, ich möchte schon sagen, ziemlich überfällig ist, nicht? Ja, natürlich. Also Multitasking, das wäre besonders auch für das iPad ziemlich interessant. Man hat ja da genug Oberfläche und ich habe gerade eben Bits und so, den Podcast, wenn ihr den nicht kennt, schaut mal rein. Das ist echt ein ziemlich cooles Ding. Und der Timo Hetzel, der hat da 6 iPads aus New York mitgebracht. Und der schwärmt von dem Dingen und obwohl das ja eigentlich nichts grandios Neues ist. Na doch, es ist ein großer iPod Touch, das ist was Neues. Nein, das ist von der Technik her, es ist eigentlich keine Revolution, aber die Umsetzung ist halt wieder genial und man kann es sich nicht vorstellen, dass es irgendwann mal etwas anderes gegeben hat. Ja, die Hardware ist ja echt schon so ein bisschen mickrig, wenn man sich das mal anguckt, ist das ja im Prinzip die Hardware des neuesten iPod Touch und mit einfach diesem neuen A4-Prozessor. Aber naja, so grafiktechnisch, aber RAM-technisch. Das Display soll richtig genial sein und das Lesen einfach und der lange Akku und das ist halt das, was man beim Laptop vermisst, beim iPhone nicht hat und einfach geil. Ja, wohl. Auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen sind, denn eigentlich geht es ja um das, genau, Apple, um das Event, Apple Event um die und Keynote. Was kommt. Also wie gesagt, wir hatten gesagt, Multitasking ist eine Geschichte. Da gab es ja dieses Gerücht, dass es da ein neues Interface geben wird, was so ein bisschen an Exposé vom Mac her, kennt ihr das ja wahrscheinlich, erinnern soll. Und das kann man dann eventuell aktivieren durch doppeltes Drücken der Home-Taste und dann kommt so Exposé-Look, so die ganzen Programme, die man aufgemacht hat in so einer kleinen Vorschau und dann kann man da auswählen, wo man dann hinspringen will, was ja schon ganz nett ist, muss ich sagen. Ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht wäre auch eine Drei-Finger-Geste oder sowas interessant dafür. Würde ich vielleicht sogar besser finden, weil mit einem doppelten Homescreen, der hat ja bis jetzt die Suche gebucht. Ja, stimmt, da bei doppeltem Klick war ja dieses erste Feld da, diese erste Seite, nun die linke Seite von der Home-Seite. Naja, je nachdem. Vielleicht gibt es ja auch 3 Klicks, musst du. Ich schau mal gerade auf die Zeit. Bei jedem Feature ein Klick mehr, sind wir in ein paar Jahren bei 5 Klicks, 6 Klicks. Naja, klar. Und jedes Feature kriegt einen Klick mehr. Und dann musst du zählen und wenn du dann bei 12 angekommen bist, da wird es dann langsam ein bisschen öde. Ja, dann wird es problematisch. Ja. Und dann, soweit war es das eigentlich zu der iPhone-Geschichte. Ja, es gibt ja noch so ein kleines Gerücht, so, was jetzt auch nicht so mich vom Hocker wirft, aber diese Unified Inbox für die Mail, dass man so eine Box hat, wo die ganzen Mails von deinen unterschiedlichen Mail-Accounts zusammengeworfen werden und dann da rein, was es ja bei Mac schon gibt,
was es eigentlich überall gibt, was es auch beim iPhone hätte geben müssen von Anfang an. Aber naja, soll jetzt wohl kommen. Naja, Überfällt. ich habe noch ein Gerücht gelesen, was denn das nächste iPhone so wird. Das wird wahrscheinlich dann jetzt nicht beim nächsten, bei dem kommenden Event am 8. vorgestellt werden, sondern Ja, ganz sicher nicht. wahrscheinlich kommt das erst am 22. Juni raus. Und zwar wird das iPhone dann wahrscheinlich iPhone HD heißen und ein neues Display spendiert bekommen mit einer fast doppelt so hohen Auflösung Ja, und. das ist auch so ein Gerücht, was sie immer sagen vorher, so, hey, das Ja, iPhone aber kriegt irgendwann mehr wird es Auflösung. kommen und dann haben wir Bingo und dann haben wir alles prophezeit. Ja, ich Also, glaub's nicht. ja, du glaubst nicht, gut. Man kann es nicht vorhersagen. Es Ja, wäre sowieso eigentlich nicht. Quatsch, weil das Display ist gut genug aufgelöst und jeder Pixel möchte mit Strom versorgt werden und Der muss möchte dann ja schon auch. fast eine Brille aufsetzen, wenn das noch höher aufgelöst wird. Ist ja jetzt schon alles ziemlich klein da drauf. Ja, vielleicht wird es aber auch was größer, das würde ich begrüßen, ehrlich gesagt. Und Na gut, dann das ist wird nicht es schlecht. wahrscheinlich auch den A4-Prozessor, eine Frontkamera, da schwärmen ja alle von, wenn sowas mal kommen würde, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Und dann halt mit dem iPhone OS 4.0 das Multitasking oder so eine Art Multitasking halt, ne? Das heißt, wir machen jetzt schnell noch die MacBooks Ja. und die werden wahrscheinlich auch noch übermorgen vorgestellt werden. Na, nee, Und glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Nicht übermorgen. aber Kommen sie kommen auf jeden Extra-Event. Fall. Ja, diesen Monat, aber nicht übermorgen. Denke ich Vielleicht wird es nicht. auch ein Silent Update, wer weiß. Auf jeden Fall wird der 32 Nanometer Nalim-Prozessor eingeführt werden. Und naja, die ganzen. Und als i7er und i5er, also die Genau. i-Reihe, ne? Genau, die i-Reihe von Intel wird dann verbaut Bom, bom, werden. bom, bom. Wir sind Intel, ne? Sowas in der Ja. Art. Und das wird ganz witzig, denke ich mal, weil dann können wir uns auf vielleicht sogar 8 Stunden Akku freuen und naja, die MacBook Pro und MacBook Air Modelle möchten dann nochmal updatet werden. Ja, das Weiteres müssen die schon Update, lange, wird ja mal Zeit, ne? ja, genau. Und dann können wir wahrscheinlich noch damit rechnen, dass SSDs in Serie gehen. Hoffen wir es, hoffen wir es. Ist Ja, ja schon wir ein hoffen es. Traum von mir, das lange, langer Traum, dass SSD langsamer Standard wird in MacBooks Genau, und weil der Notebooks insgesamt, weil die sind Bremsklotz, ja schon eine feine Sache. ja, der Bremsklotz momentan sind halt die Festplatten. Und wenn man eine Außer beim 7, Rendern. ja, das alles Bremsklotz. Entweder 640 GB oder 248 GB SSD. Also entweder oder. Und Das ist auch dann schon nur, irgendwie logischer, aber die. ja, 256 ist auf jeden Fall, also 248. Gut, möglicherweise ist es dann 248 real oder so. Oder diese Verkleinerung, genauso wie bei der Festplatte, dass man nicht alles nutzen kann, bei Naja, das SSDs ist ja auch. irgendwie. Man kann das ja schon bei der Festplatte, glaube ich, aber das ist so, je nachdem, wie das Dateisystem ist, Ja, dass dann unterschiedlich angezeigt wird. möglicherweise hat da einer halt dann mal eben die 7 GB Betriebssystem falsch abgelesen oder so. Auf jeden Fall werden es 256 GB dann wahrscheinlich sein. Ja, also Und dann, ne? Machen wir mal Schluss jetzt. ja, machen wir Schluss. Und das war es soweit von uns. Jo, das war's, Leute. Ja, von Jens und mir. Und Genau. Ich bin jetzt weg. Erstmal bis Samstag, ne? Müsst ihr ohne genau, das mich müssen wir auch noch ausharren. kurz sagen. Der Jens, der Ich habe schon hat. in meinem Video gesagt, aber trotzdem, Er ich hat bin jetzt Urlaub und weg. ist jetzt nochmal weg und ich muss dann den Laden alleine schmeißen und ich Ich werde krieg's nicht euch. mit, was passiert am Donnerstag. Na, Ja, schlimm. Naja. das tut uns allen leid, aber ich Gut. werde dich auf dem Laufenden halten, kannst ja mal anrufen oder so und Alles klar. Ich brauche ein jo. iPhone, Mann. Okay, Leute, macht's gut. Alles klar. Dann sind wir jetzt raus. Ciao. Jo, ciao. Vergesst nicht, kommentieren, abonnieren und Sterne verteilen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, folgt uns bei Twitter.